Mikrofon haben wir schon mal an. Das ist sehr, sehr gut. Das ist sehr nice. Der Rest folgt zugleich. Ich bin ja auch ein bisschen am gucken, was könnte man jetzt noch nettes spielen. Ja. Weil Octogeddon war jetzt nicht so wirklich der Bringer gewesen. Edgar Allan Poe. Deswegen, wenn jetzt Megaton Rainfall auch hoffentlich jetzt ruckelfrei funktioniert, dann machen wir das jetzt erstmal wieder für ein Stündchen. Oder für zwei, je nachdem, wie nice das Spiel ist. Mahlzeit. Also für alle Leute, die jetzt gerade das nicht hören, irgendwie machen gerade hier Ace, der gerade noch im Discord-Chat ist, und Maria ein Wettrübsen. Ja, ich höre euch beide schon mal. Obwohl, naja, ich meine, euch beide, du bist ja im Hintergrund und Maria ist hier, ja. Also, beziehungsweise Ace ist ja gerade im Discord und Maria ist im Hintergrund, also ist alles nice. Und Hallöchen Mask, Hi Mask. du schaust nur kurz vorbei, ist kein Problem. Es geht ja auch gleich direkt hier los. Und ja, da jetzt alle Leute da sind, sei es jetzt Discord, sei es jetzt hier live mit dabei, würde ich mal sagen, Halli, hallo, Hallöchen an die Leute, die jetzt so zuschauen. Ja, wie gerade schon gesagt gehabt, also Octogeddon war jetzt nicht so wirklich der Bringer gewesen, deswegen habe ich mir gedacht, ja, mach's jetzt nochmal einen zweiten kleineren Stream. Vielleicht läuft der ja besser, und ja, vielleicht kriegen wir jetzt ja ein oder zwei Stündchen nochmal hier Yo, rum yo, yo. Spoiler wird er mit nicht. einem einigermaßen netten Content und Spoiler nicht, Ace! Du weißt nicht, wie toll dieses Spiel ist oder wie scheiße dieses Ich Spiel ist. begrüße den Chat. Ich begrüße alle Menschen auf der Welt. Das Tolle ist ja jetzt, dass auch wieder mal OBS ein bisschen ausgeglitscht ist. Aber das finde ich auch richtig toll. Die hauen ständig irgendwelche Mini-Updates rein, aber trotzdem dieses Problem, dass das Software-Fenster mal ausglitscht und dann die ganzen Anzeigen nicht mehr irgendwie ausschlagen. Das kriegen sie irgendwie nicht irgendwie auf die Reihe hier. Toll. Naja, aber ist auch nicht so wild. Solange man mich hört und man euch hört und das Gameplay-Sound ist Dann alles wechsel doch okay. zu Ich hoffe, Streamlabs. wir hören uns Ich alle. hab doch OBS Streamlabs. Dann wechsel zu Aaron normal Ace liegt hier. OBS. Oh. Ace, brauchst du überhaupt die Fräse? Es ist Soll ich einfach ein ein. Taxi dazu holen, damit er wieder alle beleidigt? Nee, die haben diesen kleinen Bug seit irgendwer Version irgendwie 0.26 irgendwas nicht rausgekriegt. Ich hab gesagt, du sollst deine Schnauze halten! Ja. Ich werde niemals meine War ich Schnauze gestern aus Discord halten. rausgegangen? Oh. War ich gestern als erstes aus Discord rausgegangen? Ach, mein Ja, Akku war leer, dein Akku war deswegen doch ging leer es nicht gewesen. weg, ne? Ja. Und alle haben sich gewundert, wo du abgeblieben bist. So, Ihr habt aber mich die. vermisst. Ja, wir Oh. haben uns alle vermisst und Wir jetzt. vermissten schon Maria. Ja, und jetzt hatten wir gerade ganz kurz kein Bild gehabt, weil anscheinend der Loop hier irgendwie nicht ganz gut durchprogrammiert worden ist, aber ist auch nicht so wild. Deswegen fangen wir jetzt einfach erstmal mal an und ja. Mach einfach mal ein neues Spiel. Kurze Info: Megaton Rainfall war ursprünglich für die PlayStation rausgekommen, als eins der ersten VR-Launch-Titel. Und ja, ich kann diese Nachricht lesen, aber ich bin nicht dein Kind. Seltsame Stimme. Wer spricht da? Weiß ich nicht. Gott? Handelst Gott? Deine Mutter. Ach, kein Problem, ich bin immer verwirrt. Ich bin kein menschliches Wesen mehr, geil. Wer ist kein menschliches Wesen Ich mehr? anscheinend, ich bin wohl ein, Ach ja, so, logisch. körperloses Energiewesen ohne irgendwas und gehe gerade hier durch einen Time-Tunnel oder halt einen, ja, Raum-Zeit-Vortex aus einem großen Rubik's Cube. Okay. Übrigens auch eins der Spiele, was ich schon wirklich seit Jahren irgendwie hier drauf habe. Wie gesagt, bei dem Spiel war es ja so gewesen, es kam halt erst für PlayStation VR raus und ja. Ich habe es mir irgendwann mal ganz billig geholt für die PC-Variante davon und ja, jetzt spielen wir es einfach mal und gucken, was das Spiel so macht, was es so bringt und ob sich damals die, weiß ich nicht, wahrscheinlich irgendwie 99 Cent oder was ich dafür ausgegeben habe, lohnt. Das wird es nicht. Und anscheinend ist dieser Würfel wirklich Gott oder halt ein Gott oder Gott gleich und wir sollen Xenosphären sammeln. Nicht, dass das Probleme gibt mit Nintendo. Nein, das ist Xenoverse oder Xenoblade.
Oder Xenogears. Und Xenoverse, das ist Capcom, beziehungsweise Bandai. Mhm. Und was hast du gerade gesagt, Maria? Oh mein Gott. Maria influenziert. Was, Maria hat Instagram? Ja. Gleich mal deabonnieren. Da sieht man wirklich direkt, es ist einfach wirklich ein kompletter 1:1 Port aus einem ja, VR-Game. Man sieht meine Füße, die aus Energie bestehen, und meine Hände, die aus Energie bestehen. Und dein Pullermann, der aus Energie besteht. Naja, wahrscheinlich bin ich so hier Dingens Dr. Manhattan-like. Entweder habe ich gar keinen Penis oder einen riesigen, gigantischen blauen Schwengel, der glüht. Und der anscheinend oder irgendwie da. Non-binary. Ja, oder der dafür halt irgendwie zu geführt hat, dass der Viet Cong im Vietnamkrieg aufgegeben hat. Laut Watchmen. Jetzt erzählt so Schwachsinn. Hallo? Das war doch wohl so gewesen in dem Watchmen-Film. Ich gucke keine Superheldenfilme. Was machst du denn hier? Das hier ist Dings Disney-Territorium, Marvel, DC. Disney ist kacke. Pass auf, dein Social Score fällt. Bald darfst du dir kein Disney Plus mehr holen. Ich hab kein Disney Plus. Ich habe auch niemals vor, mir Disney Plus zu holen. Also momentan muss ich einfach nur hinter dem großen Cube hier lang fliegen. Okay. Machen wir einfach mal. Esch meint auch gerade, Watchmen war ein guter Film und die Amis haben den Vietnamkrieg gewonnen, dank Dr. Manhattan. Okay, epische Musik im Hintergrund hier mal eingespielt. Ach ja, ich renne gerade mit Ganon die ganzen Gegner platt. La 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 la. Böse, das böse, böse. Das ist super geil. Ah, ich hoffe, wir übereinstimmen auch. Also Watchmen Film, gut. Watchmen Serie. Ich habe beides nicht konsumiert und mir ist das egal. Es gibt Sachen, die kann man ruhig adaptieren und verfilmen. Aber natürlich nicht irgendwie frühzeitig wie Game of Thrones. Und es gibt Sachen, die sollte man nicht verfilmen oder irgendwie vernetflixieren. Ich hätte gerne einen Film The Rise and Fall of Shlomo Finkelstein. Wäre lustig. Mach eine Kickstarter-Kampagne. Stellt euch mal vor. Ein Film über jemanden, der am Anfang gemocht wurde und dann von einem gehasst wird, selbst von seinen Augenblick Fans. Augenblick mal. Für Sacken muss ich S drücken. Die meinen wohl irgendwie sinken, nicht sacken. What? Nein, du sackst einfach. So Kirby-Style. Oh hey, das kennen wir doch. Hey, guck mal. Warte mal. Na, wen haben wir denn da? Da, guck. Da in dem Fenster. Siehst du ihn? Deutscher Influencer und YouTuber. Und da. Deutscher Influencer und YouTuber. Und... Warte. Da wohnt auch einer. Ja. Die alle nach Dubai abgehauen sind. Ja, alle nach Dubai geflohen. Ob wir jetzt gerade mal hier bei... Okay. Das war aber gerade noch eben in Wallace gewesen. Wenn wir schon in Dubai die Palme haben, die... What? Es gibt doch nur eine Palme, warum sind hier zwei? Die Realität verwischt. Okay.
Was mich halt eher interessieren würde, wenn jetzt schon hier die Dubai Palme abgebildet haben, haben die auch dann The World? Schaut jetzt nicht so aus. We are the world. We are the children. So, nee, aber ich muss ehrlich sagen, ob in VR ist das bestimmt sehr, sehr geil. Auch vielleicht mehr so als Tech-Demo, aber so als normales Spiel für einen PC, Boss-Tastatur, ne? Sieht nett aus, aber aktuell fliege ich halt nur an großen Yubi-Cubes hinterher und denke mir so, ja, okay. We are the world. Zeig mir, was deine Engine so hergibt, Spiel von, weiß ich nicht, vor 3-4 Jahren oder so. We are the Jugoslawien. Und ja, Mask, also, oh, hallöchen. Random Stadt in der Wüste? Hallo? Auch eine random Stadt in der Wüste? Ich muss ja auch sagen, zum Beispiel The Man in the High Castle, finde ich auch eine sehr interessante Serie. Aber dann auch dann wirklich mit diesem ganzen, ja, okay, alternative Zeitlinie gedöns, haben sie auch wieder das ein bisschen verhunzt. Weil ich finde, wenn man wirklich sowas macht, dann sollte man sagen, ja, okay, wir gehen jetzt auf die komplette Schiene. Weil ich weiß, es gab mal irgendeine Arte-Doku, die quasi in so einem Reportageformat war. Was wäre gewesen, wenn das Dritte Reich den Zweiten Weltkrieg gewonnen hätte? Und dann gab es halt auch so ein fiktives Szenario, dass halt irgendwie so 1960 dann auch hier USA irgendwie gefallen sind und alles. Und quasi so ein bisschen hier Wolfenstein-mäßig. Nicht jetzt total mit Zukunftstechnologie bzw. Alien-Technologie irgendwie alles hier vermixt, aber halt so eine realistische Sichtweise, wie es halt passiert ist. Oder was dann passieren hätte können. Und ich habe es bis heute nicht mehr wieder gefunden gehabt, weil es war für Arte-Verhältnisse, natürlich deutscher Co-Produktion, war es ein sehr interessantes Thema. Ich muss sagen, Arte ist auf einige Ausweise von Arte mal relativ gut gefunden. Also so einer der wenigen Sender, wo die Gebühren noch irgendwie gut angelegt sind, auch wenn die ein paar Ausweise haben. Und Mess, ich kann leider noch nichts irgendwie zerstören. Ich kann einem gerade nur den großen Rubik's Cube, der anscheinend Gott ist, hinterherfliegen. Und gerade epische Hintergrundmusik lauschen. Und so. Aurora Borealis. Zu dieser Jahreszeit, lokalisiert hier genau. Auf diesem Stream? Ja. Darf ich es nochmal sehen? Nein. Was ich gerade nochmal sagen wollte, eigentlich zu dem Thema, was Maria meinte wegen Arte. Es wurde mir auch letztens nochmal wieder hier in die Twitter-Timeline gespült. Dieses eine Stop-Motion-Video von so einem französischen Künstler, wo die da angefangen haben, alles, was auf dem Tisch ist, zu essen. Also erst das Essen zu essen, dann halt hier das Besteck, die Tischdecke, den Tisch an sich selbst, die Stühle. Und dann irgendwie dann ihre Kleidung. Es ist ziemlich creepy, aber auch sehr interessant gemacht. Aber ich weiß leider nicht mehr genau, wie das jetzt genau hieß. Wahrscheinlich sowas wie, warum Kommunismus der einzige Weg ist zu überleben. Keine Ahnung. Indem wir alle verhungern und sterben. Oh, ich habe den Megaton-Schuss... habe ich jetzt bekommen. Denn Tod ist Leben, Leben ist Tod. Ein bitte was? Okay. Gerade nicht gleich. Ich muss gerade rumschießen und anscheinend meine Atombombenkräfte benutzen. Was ist los? Nichts. Something
Alles in Ordnung? Hm? Alles okay? Ja, ich weiß nicht, hat sich jetzt gerade bei Maria Instagram vielleicht aufgehangen. Nein. Ich sag, muss ich nochmal nachgucken. Das war irgendwie ein sehr gut gemachte Stop-Motion-Sache. Mhm. Dieser S-Animation aus hier Frankreich, aber ich komme gerade auch nicht auf den Namen. So, jetzt können wir fliegen, jetzt können wir hier einfach mal Energiebälle verschießen. Netter Krater. Okay, merkt man nur, wie ich ein ganz eindeutig, dass das Ding hier halt komplett für VR eigentlich gedacht war. So, M1. Fliegen wir mal hin. Und soweit ich das mitbekommen habe, irgendwelche Aliens wollen wohl jetzt hier die Menschheit unterjochen oder vernichten oder keine Ahnung was. Wegen irgendwelchen magischen Rubik's Cubes? Rubik's Cubes sind gefährlich. Das haben doch früher einige Eltern rausgefunden. Du weißt doch dieselben, die gesagt haben, dass Videospiele Menschen gefährlich machen. Es gab wirklich Leute, die gesagt haben, Rubik's Cubes sind gefährlich? Ja. Das gibt's eigentlich immer, zu egal was. Es gab ja auch mal Menschen, die gesagt haben, dass Lesen gefährlich sei. Okay, waren im Mittelalter oder? Ja. Okay, die Musik klingt aber gerade doch sehr gut rein. So. Vor allem gerade hatte ich so eine Off-Brand Tripod. Jetzt habe ich hier Off-Brand Toblerone Alienschiffe. Off-Brand Toblerone Alienschiffe. Ja, es ist groß und dreieckig. Und ach du Scheiße, hallo. Lass das nicht meine Capture Card hören. Die ist auch groß und dreieckig. Ja. Ich glaube, die haben hier ein Design geklaut. Bei diesem Riesenmutterschiff. Oh, fuck. Ich soll nicht auf Gebäude und Menschen schießen. Das hätte man vielleicht mal vorher sagen können. Oder sollen. Nee, bei mir sieht das Design von diesem Mutterschiff doch sehr ähnlich aus wie ein Uri-Mutterschiff aus Stargate. Und ja, also ich muss sagen, also das Design der Alien-Raumschiffe sieht seltsam aus. Ich meine, das Ding sieht auch aus wie ein, keine Ahnung, ein TIE Fighter mit, ach du Scheiße, mit sehr, sehr langen Flügeln, der einfach ihr Gebäude zusammenkloppt. Anscheinend kann ich auch sonst so irgendwie kaputt schießen, wenn ich gerade den roten Schwachpunkt irgendwie hier sehe. Aber ich habe wirklich so das Gefühl, man bräuchte so ein großes leuchtendes Controller-Teil, quasi PlayStation Move-like. Es ist einfach wirklich, man sieht es und man merkt, es ist für VR eigentlich gedacht. Komplett. So, was bist du für ein Ding? Du siehst aus wie ein Stampfer. Oh, okay. Zu viel Kollateralschaden, muss ich den nächsten Speicherpunkt starten wieder. Aha.
Ding sieht aus wie so ein Stampf oder so ein Mörsel. Ich glaube, das Alien-Design ist wirklich nicht sehr aerodynamisch bedacht. Wer braucht schon eine Aerodynamik? Obwohl, wenn man es realistisch irgendwie mal betrifft, beziehungsweise sieht. Okay, bei Mask. Ich glaube, wenn du irgendwann interstellaren oder beziehungsweise intergalaktischen Flug beherrschst, ich glaube, dann ist es scheißegal, ob du aerodynamisch was hast oder nicht. Ja. Weil, wenn du keine Atmosphäre hast, wo soll dann irgendwie was Reibung erzeugen oder sowas, wenn du nicht halt im Inneren von Planeten bist. Genau. So, mach mal auf hier. Merke, ich mach Shisha auf. Shisha soll auch sein. Ey, Betrug, die ganzen Wohnungen sind ja leer. Ich meine, wir haben hier eine Stadt mit dynamischem Leben. Wir haben hier Helikopter, die rumfliegen, Autos, Menschen, die irgendwie hier schreiend rumrennen. Aber die Häuser sind einfach mal hohl und leer. Also könnten da Influencer drin sein. Oh ja. Ach, natürlich. Bitte nicht da rumtatschen oder so. Nein, 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 ich mach nichts. Ich will wissen, ob der englische Text richtig ist. Ja. Darf ich hochscrollen? Wieso? Nee, weil du hast ja noch mehr geschrieben gehabt. Australian Second Star Team of Your Choice. Ja. Kein Problem. Soll ich diese denn mal einbinden? Okay. Muss ich nochmal gucken, bei welcher Seite ich das nochmal gemacht hatte. Was einblenden die Stream-Dingens? Ja, was hier rechts immer aufploppt hier mit den Namen. Maria wollte das nämlich auch mal gerne haben. Hat sie gerade angemerkt. So. Ja, muss ich mal gucken. Ansonsten, ich glaube, das Plugin, was ich hier drin habe, könnte ich euch einfach mal umschreiben mit ihren Kanalnamen-Sachen. Ja, ist das ein Plugin nur für Streamlabs OBS oder? Ja, es ist nur einfach nur Browser-Source-Plugin, was ich eingefügt habe. Normales Browser-Source. Hm. Ich glaube, da werde ich mich mal mit dir in Kontakt setzen, dann könnte ich meinen Stream-Overlay auch ein bisschen aufpimpen. Ja. Okay, die starten gerade, weiß ich nicht, irgendwie in Independence Day Laser. Okay, das ist nicht so gut. Aufhör bitte. Oh, ich glaube, ich weiß, wo wir jetzt sind. Texas. Geil. Eigentlich wollte ich mal kurz mal ein bisschen den Blick hier drauf werfen lassen, auf diese wunderschöne Verkehrssituation. Das ist doch einfach nur... Gott. Ja. Oh oh. Okay, da war ich ein bisschen zu spät, da haben sie das Ding jetzt Independence Date. Aber wenn man sich mal die Straßen anguckt und die ganzen Autos, also das ist. Es ist eine sehr nette Simulation, aber wenn wir mal ganz kurz mal hier so auf die. Warte mal, S war glaube ich irgendwie runter. Nee, was? X war hoch. Muss auch nochmal. Kann ich nicht weiter runter? Anscheinend nicht. Wenn ich jetzt mal anguckt. Es ist ganz nett, aber ich glaube, das haben sie wirklich nicht hier groß bedacht, weil man wohl die meiste Zeit hier durch die Gegend fliegt. Mhm. So. Sieht interessant aus, sagen wir mal so. So. Also
müssen wir mal ein bisschen uns konzentrieren, weil ich glaube, der Doomsday-Laser, den die hier abfeuern wollen, der ist nicht so gut und nicht so nett. Ach, wie kommst du nur da drauf? Aber ich muss ja sagen, es ist wenigstens fair. Diese hochtechnologisierte Alien-Rasse benutzt Simon Says als Countdown für ihren Todeslaser. Lol. Und die machen ihren Schwachpunkt sogar noch rot leuchtend, also. Die sind voll nett und voll entgegenkommend. Oh. Hatte Boom gemacht. Yay. Ich weiß nicht, ob jemand da draußen ist, aber jemand ist hier drin. Wie wir alle im Corona-Lockdown. Was? Nein! Ah! Magischer Naikubus, komm her! Lass dich auszuzeln! Oh oh. Hey, das ist kein Kubus, das ist ein. Ein geometrisches Objekt, das keine feste Form hat und sich ständig wechselt. Es ist ein Ding. So, komm her. Oh. Schon wieder die Bäume ständig wieder rein und raus laden. Oh ja, komm mit mir, mein Kind, wenn du leben willst. Nett. Sagt mal an, A oder B? Y. Nein, ich kann entweder nach A oder nach B. Wo soll ich hin? B? Ja. B für. B für Brüste. Kann man eigentlich mal. Ah, okay, doch, man kann es auch gut erkennen, weil hier sind wir gerade in. Ja, das ist hier Afrika, Saudi-Arabien. Und da haben wir Europa. Ich wollte jetzt mal zu so einem Punkt hingehen, obwohl es gerade jetzt dunkel. Mich würde es mal interessieren, ob die deutsche Städte auch irgendwie mal modelliert haben, weil wahrscheinlich irgendwie Berlin, Köln, München bestimmt. Oh, warte mal, ich würde doch nach B, nicht nach A. Hast du vielleicht auf Instagram ausmachen, ne? Was Filter auf Instagram so ausmachen, sehen Bilder etwas weniger scheiße aus. Von wem? Von mir. Oh. Weil meine Fotoqualität nicht die beste ist. Oh. Stimmt doch. Hashtag Selbstbewusstsein, Maria. Oh, das stimmt doch. Die Qualität von meinem Fotos ist nicht die beste. Dann kauf dir eine bessere Kamera oder ein besseres Handy oder. Sie hat doch schon eine gute Kamera, sie hat doch einen Huawei. Oh, du weißt, dass die. Oh. Nein, Ace meint das jetzt. Und dann kauf dir eine bessere Kamera, meinte Ace. Oh, Alter, vielleicht weil die Lichtverhältnisse hier abends auch komplett lost sind. Dann sei ihr, so soll sich das Mi 11 holen. Das hat gute. Das kann gute Lichteffekte ausgleichen. Wenn. Ace will hier ein anderes China-Smartphone andrehen. Alter, ich will deine China-Technik nicht. Ace, ich hab dich lieb, aber ich will deine China-Technik nicht. Ich bin hier voll rassistisch, Alter. Ist auch nichts anderes als ein iPhone, nur besser. René scheint mit seinem Handy zufrieden zu sein. Naja, es macht das, was es tun sollte. Problem ist Funktionieren. Paralyse, hält die Zeit an, drücke E.
Okay. Irgendwann wird jeder ein Xiaomi besitzen. Ob man will oder nicht, ne? Ja. Oh. Irgendwann wird jeder ein gutes Smartphone haben. Vor allem das Tolle ist, warum hat sich eigentlich nicht irgendwelche religiösen Leute darüber aufgeregt, dass hier anscheinend Gott ein Kubus ist, der mit riesigen Buchstaben kommuniziert? Wir kriegen doch wegen sonst jedem Scheiß irgendwie einen Aufschrei. Keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil die Leute sich aktuell mehr um Corona kümmern. Oh, voll deep. Auch nice. Ich könnte jetzt sagen, was der Sinn des Lebens ist, aber ich tue es mal lieber nicht. Das muss ich schon selber rausfinden. Ja, danke. Großer Gottes Cubus. Ich muss sagen, ist ein nices Konzept, aber ich glaube, das Spiel ist auch wirklich mehr sowas wie eine etwas aufgehübschte Tech-Demo eigentlich, glaube ich, für PSVR. Oh ja, toll. Kostenlos? Muss mir schon Geld geben. Dann nicht. Was will Maria? Maria will uns alle in den Popo bumsen, aber sie will dafür Geld. Nein. Kannst Maria sagen, ich hab sie lieb, aber so lieb auch wieder nicht. Und ich hab eine Freundin, also da muss ich schon auf, da muss ich schon loyal bleiben. Jetzt bin ich gerade überlegen, ist das, was ist das für eine Ecke hier? Ist das Südamerika? Ja, Südamerika, ich wollte schon gerade sagen. Das heißt nicht sacken, das heißt sinken. Ich könnte sagen, für Grönland wäre das ein bisschen zu groß. Ja, Südamerika, gut. Bevor ich jetzt mal zur nächsten Mission hin schwebe. Würde mich mal interessieren, ob die auch irgendwelche deutsche Städte so nachgebastelt haben. Vor allem auch mit deutschen Sehenswürdigkeiten, wie zum Beispiel den Kölner Dom oder das Berliner Tor, genau, Brandenburger Tor. Natürlich mal jetzt mal hier. So. Warte mal, könnte das hier ungefähr so die richtige Gegend sein? Ja. Du weißt zwar nicht, was das ist, aber ich habe jetzt Herkules Caputerimon, das ist das Mega-Level von Pentomon. Also Tentomon kennst du doch, ne? Ja, ja. Und Tentomon hat ein Mega-Level. Kam im Anime aber nur den Film, beziehungsweise jetzt in Digimon Adventure 2020 vor. Mhm. Das habe ich jetzt und mein Teriamon kann jetzt zu Rapidmon digitieren. Und ja. Ha. Mahlzeit. Mann, was du für eine Freundin hast, Ben. Wieso? Weil sie einfach hier rülpst, ohne vorher irgendwie Bescheid zu sagen? Nee, ich muss hier nicht Bescheid sagen, ja. Das also ist nicht ladylike. Ich soll dir von Ace ausrichten, so benimmt sich keine Lady. Alter, ich hab mal, kennst du noch dieses Playtube, was auf Game One mal war? Ja. Da hatte ich mal ein Let's Play hochgeladen, wo ich richtig gerülpst hab. Ja, wo ich in den Kommentar zusammengeschissen, das ist das für ein Format, okay, das Format ist wirklich richtig scheiße. Aber ich habe so einen langen Text bekommen, was alles an meinem Let's Play scheiße ist und wie kann ich als Frau nur rülpsen. Dann rülpst du noch als Frau und ich denke mir so, halt deine Schnauze. Ja, weißt du das nicht? Als Frau ist es per Gesetz verboten zu rülpsen und zu furzen. Und damals war ich so, oh mein Gott, ich habe das jetzt auf den Sack bekommen, obwohl ich mich richtig cool fühle, ich lösche das alles.
Obwohl, warte mal, jetzt wo hier Nacht ist, müsste ich eigentlich theoretisch nur warten, bis auf Europa Nacht ist. Und dann einfach mal gucken. Aber ach, ist jetzt auch erstmal egal. Die werden definitiv irgendwelche Städte randomized haben, aber das sieht mir auch aus wie... Ey, unser Dozent ist auch geil, ne? Also morgen ja. Früh hat unsere Gruppe ja Konsultation wegen Bezeichnungen zur Illustration. Okay, dein letzter Satz, also bis gleich nachher. Aha. Bruder! Das wollte ich gerade sagen, das ist... Okay. Oh nein, wir haben morgen anscheinend eine Vorlesung zum typografischen Teil. Wir müssen ja auch den ganzen Text von dieser Pro-Geschichte müssen wir auch mit in die PDF, also ins Buch verarbeiten. Das soll ja am Ende noch möglich werden. Das wollte ich gerade sagen. Das hat mich gerade ein bisschen erinnert an San Francisco, aber das kann ja unmöglich San Francisco gewesen sein. Auf Animation hätte ich voll Bock, aber nur auf die scheiß Buchillustration. Das ist das Bild, wo ich gewesen Lust habe. Weil bei dem Buch muss ich ja alles sein. Ups. Das war ich nicht. Das war ich nicht. Das Haus ist schon vorher eingestürzt. Ach, mir kommt es auch irgendwie so vor, als hätten irgendwie die Modelle von diesen außerirdischen Raumschiffen aus irgendeinem Archiv gezogen, ein bisschen im Blender verändert. Und einfach also wieder hochgeladen. Weil mir kommt dieses Schiffsdesign auch komplett bekannt vor. Ja, hol dir einen Schwerbehindertenausweis und dann, sei froh. Mach den Traxi. Du, du Traxi. Du, du Traxi. Obwohl da gerade nur Ace gerade da ist, oder Maria jetzt auch wieder da ist, kann mal einer nachgucken, wie viel Megaton Rainfall gerade auf Steam kostet. Ace macht nur. Ja, alle zwei Leute, die gerade da sind. Nö, mach selbst. Ach ja. Community. Nice. Community-Sticker. Oh, beschieße die whatever es sind. Okay. Okay, der hat hier so ein Ding gespawnt. Aber das ist doch 1A ein TIE Fighter Grundmodell, was irgendwie ein bisschen anders hier Sachen rangeklatscht haben. Kannst du mir nicht sagen. Und die Dinger kommen ja auch irgendwie bekannt vor. Von irgend so ein Sci-Fi Asteroiden-Mina irgendwie. Ja, natürlich geht's dir gut, dir geht's immer gut. Ah, komm schon. Das ist schön. Oh, vor allem die hinten lasern die gerade eben alles kaputt. Oh, Leute, ich kann doch nur so viel auf einmal in die Luft sprengen hier. Wie Tripods für Arme. So, wer macht da Stunk? Ah. Wie gesagt, das war ich nicht. Das war das Alien-Raumschiff, ich schwör's. Mich mal ganz interessieren, wie viel der Damage jetzt eigentlich auf Steam kostet gerade. Diese ganzen Raumschiff-Assets, die kommen ja alle geklaut vor irgendwie. Megaton Rainfall Steam.
So, ist von 2017. Okay, ja, ist auch schon eine ganze Weile her. So, wie teuer ist denn diese hochgepriesene Tech-Demo eigentlich? 16 Euro. Okay. Viel zu teuer, viel zu teuer. Ich habe damals, glaube ich, irgendwie für vielleicht wahrscheinlich 99 Cent oder so geholt gehabt. What the fuck bist du für ein Teil? Ach du meine Güte. Was bist du denn? Ist das ein Dildo für Fortgeschritten oder was? Scheiße. Wenn es um Dildos geht, dann brauchen wir eigentlich einen Spezialisten. Ja. Pix, komm ran, wir brauchen Vibratoren und Dildo-Experten. Okay. Na, hab ich auch. Ich meine, wie viel wollen denn. Ich meine, du kannst jetzt auch nicht innerhalb von irgendwie einem Tag so viel Progress machen, dass sie dann sagen können, ja, müssen jetzt irgendwie uns mehr hier vorführen. Ja. Hm. Ich erinnere mich gerade auch an irgendwelche Retro-Game-Bösewichte aus, glaube ich, Gallagher war's? Oder Ikaruga? Die hatten, glaube ich, auch irgendwie so riesen Alien-Würmer gehabt. Mhm. Aber ja, die Dinger nämlich eher an so einen fortgeschrittenen Spike-Vibrator-Dildo. Also, wie gerade schon mal erwähnt. Spike-Vibrator-Dildo. Ja, also wie gerade schon mal erwähnt, Pix, komm ran, wir brauchen eine Expertenmeinung und Tix, wir brauchen deine Schreie, weil du wieder PTSD-Flashback bekommst. Muss Tix etwa die Sachen vom Pix testen? Vor allem, wer guckt in der Nachttischschublade, wo die Sextoys sind, nach dem Ladekabel? Niemand! Und vor allem, wer will denn dasselbe... Wenn er kommt, dann laufen wir. Und vor allem, wer wird denn auch sowas benutzen wollen? Wenn du weißt, wo die Konnektoren vorher reingesteckt worden sind und wo das Kabel vorher war. Wahrscheinlich sogar noch dumm gewickelt. So, kann ich jetzt eigentlich mittlerweile mal hier landen? Ah. Ja, lauft vor mir weg. Laufet. Die kleinen Polygonmännchen. Und ihr, naja. Gleichen Automodell, die sie einfach anders angepinselt haben mit ein paar anderen Farben. Ups. Ach scheiße, jetzt war ich zu hoch, jetzt ist das voll ausgefriemelt. Hachi! Vor allem diese Menschschreie, das hört sich irgendwie als irgendwie wie ein Kind gerade ein Counter-Strike mir abgeknallt worden ist mit einem Wallhack. Ich glaube echt, die haben für dieses Spiel wirklich sehr, sehr viele Assets und irgendwelche Files einfach sich zusammengeklaut ist und geht nicht mehr. Die Raumschiffe, die Soundfiles. Also willst du sagen, das Spiel ist ziemlich polnisch? Ja. Aber es ist ein Release-Titel gewesen für PlayStation VR. Dass das Sony nicht mal, wir müssen mal vorher mal irgendwie reingucken und sagen, ja okay, mach das so und es ist so geil. Ich meine, okay, Qualitätskontrolle ist nicht gerade so eine Stärke von Sony, aber ja. Außer wenn es um Zensur geht, da zensieren sie, also da sind sie auf Hochtouren. Ja. Also sind Xenosphären Antimaterie? Nach der Logik? What? Das Ursprungsmaterial des Universums.
Obwohl, nee, dann müsste es ja im Grunde einfach Materie sein. Right? Gottes Cubus, ich verstehe dich nicht. Du sprichst in Rätseln. Gigaton-Schuss. Halte einige Sekunden gedrückt, mal auf, dauert eine Weile. Okay. Okay. Ja, ich bin ja auch ein Energiewesen. Du kannst durch meinen Kopf durchgucken, also. Schubsen wir mal Ganons Feuerfluch ins Wasser. Also dieses Spiel ist definitiv sehr, sehr deep. So. Maria, ich habe das Kamehameha gelernt. Ich weiß mich leider gerade nicht, weil sie Stöpsel drin hat. Aber ist auch nice. Jetzt ist es wenigstens mal realistisch. Jetzt bin ich ein Über-Supermensch. Der quasi Kamehameha kann, also bin ich jetzt offiziell Son Goku. So, wo haben wir denn hier? Den Bratpfannenberg. Da, sagen wir einfach mal, das ist der Bratpfannenberg. Hallöchen. Ich glaube, den sollte man mal irgendwie anheuern, um Baugrund mal ein bisschen zu glätten, weil das ist doch ein stabiler Krater. Nee, aber ich muss sagen, gestern war es noch deutlich gesprächiger und mehr los als jetzt irgendwie heute. Ja. Könnte natürlich auch natürlich an der Spielauswahl liegen. Spiele sind grottig. Ja, danke. Das ist mir zumindest jetzt auch bei einem Spiel auch jetzt schon bewusst geworden. Das Spiel hat Potenzial, aber ist für mich einfach nur so eine Art erweiterte Tech-Demo eigentlich. Also für VR macht es wahrscheinlich wirklich extrem Bock, aber so am PC ohne VR-Headset, . Ja, nö, aber muss ich auch sagen, besser man macht jetzt die Spiele, die im Grunde keiner wirklich so sehen möchte oder jemand einfach noch auf der Festplatte hat. Dann hat man mehr Zeit und auch noch mehr Sachen zur Verfügung für die netten Sachen, die man auch spielen möchte, wie zum Beispiel Pikmin 1 und 2. Weil ich habe mir jetzt mal überlegt gehabt, ich werde wohl jetzt meinen 100. Stream, werde ich dann erstmal Pikmin 1 spielen. Es war zwar gedacht, vielleicht irgendwas anderes zu spielen mit der Community zusammen, aber ich glaube, da werde ich noch mal ein bisschen schauen und warten. Ups. War das ein wichtiges Gebäude? Ich hoffe mal nicht. Sieht zumindest ein bisschen so Hagia Sophia-mäßig aus. Könnte sein. Nee, weil ich würde mal gucken, was man dann community-mäßig machen kann. Weil ich hatte zwar Tabletop-Simulator so in der Hinterhand, aber ich frage halt lieber nochmal ein bisschen nach, was halt dann die Leute wie spielen möchten, die auch dann ATV mit dabei sind. So, da. Das soll ja im Grunde auch irgendwie dann allen irgendwie dann zusagen und auch gefallen und nicht nur irgendwie ein, zwei Personen maximal.
Jo. Ah, muss ich die auf dem roten Knopf hier treffen oder? Okay, ja, anscheinend sind die ja wirklich nur auf ihrer roten Fläche empfindlich gegen Schaden. Na komm schon, halt mal nochmal die Zeit dann bitte. Ich bin jetzt dann auch mal legen, weil ich muss ja auch wirklich sagen, 100 Streams auf Twitch ist schon mal eine Sache. Und da ich ja eh mit den meisten Leuten, die ja jetzt auch dann mal bei Discord mit dabei sind, eh quatsche, dann kann ich auch mal mit denen auch mal zusammen zocken und auch irgendwas, was auch wirklich gerne alle zusammen zocken möchten. Weil jetzt irgendwie keine Ahnung, auf irgendwie Community Zock mit Fortnite, da hat irgendwie niemand Bock drauf. Nein. Oder keine Ahnung, irgendwas, was auch an Leute nicht wirklich machen wollen. Wie wär's mit Quiplash? Stimmt, die ganzen Jackbox-Sachen wären auch eine Möglichkeit. Hab ich den Mist eigentlich komplett? Muss ich mal auf Steam gucken. Da habe ich gar nicht gedacht. Gut, dass du mich daran erinnerst, Ace. Quiplash ist toll. Warte mal. Sind nicht die gesamten Jackbox-Sachen auch nur auf Englisch? Ja. Das ist dann wieder nicht so gut für die Leute, die... Oh, hallo, Riesen-Experten-Dildo. Die ja nicht so gut Englisch können. Wie Pech. Also wird es noch irgendwie Alternativen geben, die irgendwie auf Deutsch so ähnlich sind. Vielleicht gibt es ja noch mal Deutsch Mod. Ah, das war ich nicht, das waren alles die Aliens. Oh, hallo Riesenstößel. Das nächste UFO, da kommt's rein. Hallo, was bist du für ein Teil? Oh, ouch. Du bist. Ah, fuck. Ach, du bist so ein Ding. Jetzt weiß ich, wo ich die Dinger kenne. Ich glaube, das sind irgendwelche Schiffmodelle aus Star Trek. Die kommen ja zumindest so ähnlich vor wie Gemma Darkkreuzer. Also wenn André gerade da wäre, würde ich wahrscheinlich sagen so, ja, hast recht. Ich glaube, die haben sich echt irgendwie hier Modelle einfach so zusammengeklaut, eine Chrom-Textur drüber gemacht und gesagt, ja, hier, zack, Spiel. Das klingt realistisch. So, wo glaubst du? Du glaubst hier. Und du bist einfach nur ein Ball? Weißt du. Oh, du bist ein. Napus-Birne. Interessantes Alien-Schiff-Design. Jetzt haben wir schon mal einen gespikten Riesendildo. Jetzt haben wir noch eine. Ja. Eine ganze Analkugel am Schlauch bzw. an der Leine. Was kommt als nächstes? Nehmen wir diese perversen Aliens. Ja. Wer weiß, vielleicht hat Pixel die ganzen Sachen designt. Okay, nur nach oben. Ich war's nicht. Ich habe nicht die gesamte Stadt hier zerstört. Das waren die Aliens!
Aber ich glaube, wenn ich jetzt demnächst nochmal so einen Kurzstream mache, dann werde ich mich vielleicht auch mal an, an Undefeated irgendwie mal dran setzen. Das ist auch so ein ähnlicher Superhero-Simulator. Ah, ich dachte, das wäre so ein Wingelspiel. Denn er ist unbesiegt. Oh Gott, ja, das ist ja perfekt für den Typen. Ein Spiel, wo man einen unbesiegten Typen spielt, den alle geil finden und der oberkrass ist, ja. Quasi so seine Lebensgeschichte, ne? Ah, bleib doch mal stehen. Verdammte Alien-Abrissbirne. Der rote Punkt da drauf. Was? Können Sie auch nicht entscheiden. Schwerpunkt bzw. Schwachpunkt hier an der Disk, an der Kugel. Ich muss sagen, die Musik ist wenigstens einigermaßen nett anzuhören, auch wenn sie gefühlt nur alle 15 bis 20 Minuten mal, irgendwie mal ganz kurz eingespielt wird. Gesamte Menschenopfer 394. Zu wenig. Mehr. Ich meine, wird thematisch eigentlich gut passen und laufen, fahren die gerade durch die kaputte Straße? Ja, tun sie. Als wäre nichts gewesen. Ja. Post. Nö, wird wohl thematisch auch passen. Vielleicht schiebe ich es auch mal auf irgendwie nächste Woche irgendwie mal so abends mal zwischen mal ein. Ich habe ja schon wirklich sehr lange nicht mehr unterhalb der Woche gestreamt gehabt, weil es sich nicht wirklich lohnt, weil im Grunde keiner Zeit hat. Aber ich meine, wirklich für so ein, ja, ein Stündchen-Stream, ja, könnte man es eventuell vielleicht nochmal machen. Ja, ich werde wahrscheinlich jetzt auch gleich mal wohl den Stream auch hier beenden. Erstmal gucken, was hier Papa Gottescube sagt. Ob es jetzt noch eine Mission gibt oder irgendwie andere süßen, nice Power-Ups. Die unser Superkräftleben hier als Superhero, der aus Energie besteht, noch ein bisschen versüßen. Ja, dann werde ich wahrscheinlich gleich mal gucken, ob ich den Stream schon mal beenden werde oder halt nicht. Aber ich würde mal sagen, ja, Zeichen stehen auf gut. Hab mal reingeguckt, kann sagen, ist ganz nett für eine Tech-Demo, aber. Nee. Landen gehen. Also in VR ist es bestimmt geil, aber so normal im Desktop-Mode ist es irgendwie so. Meh. Oh, guckt mal, da haben seine Fische. Da sind alle abgeblieben. Hallo. Was meine nächste Kraft mit Fischen reden können? Ah, du bist Beeman. Ich meine Seaman. Super Liminarflug. Erhöht deine Fluggeschwindigkeit von Macht 8 auf 1-Billionenfach Lichtgeschwindigkeit. Okay. 1-Billionenfach Lichtgeschwindigkeit. Wie viel ist das in Warp-Faktor? Y. Hallo. Hallo. Oho. So, warst du jetzt die Erde oder warst du der Mond? Du warst der Mond. Oh, okay, okay. Das muss ich sagen, gefällt mir doch jetzt wieder ein ganzes Stück mehr. Kann ich so auf Mond landen? Ja. Kann ich so noch einen Krater machen? Okay, ja. Das definitiv in VR, das ist geil. Das muss ich sagen, das ist jetzt, das ist von dem Konzept her, das ist geil. Wenn wir jetzt einfach so durchs Universum fliegen können.
Einmal durch den Asteroid zwischen Erde und Mars, dann am Jupiter vorbei. Das muss sogar, glaube ich, hier. Ah, nee, Igo war es, glaube ich, nicht gewesen. Der sieht nicht pizzaförmig genug aus. Könnte Europa gewesen sein. Okay, einmal. Oh, oh, durch die Ringe vom Saturn fliegen. Geil. Aber warte mal. Wenn ich jetzt theoretisch auf dem Saturn lande, dann müsste ich ja eigentlich komplett durch die Atmosphäre durch. Was ist ja ein Gasriese? Oder komme ich irgendwann auf den Kern an? Okay, weil da komme ich leider nicht runter. Aber ich muss sagen, da sind wir. Oh, ja. Das hat, wie man so schön sagt, Trailer-Potenzial. Ich glaube jetzt nicht, dass sie jetzt so machen hier aller No Man's Sky. Ja, siehst du jeden Punkt am Himmel? Du kannst da hinfliegen. Ich glaube, das wäre, glaube ich, für das Spiel ein bisschen too much. Oh ne, ich kann verstehen, dass wohl Leute, die es damals sich für PSVR geholt haben, also die waren wohl spätestens zu diesem Zeitpunkt sehr begeistert von dem Spiel. Denn ich bin es. Oh, einmal auf dem Merkur. Oh. Vor allem kann ich theoretisch auch sogar auf Sonne landen. Müsste ich ja eigentlich können. Ja, Tatsache, ich kann auf der Sonne landen. Nice. So, wo fliegst du jetzt eigentlich genau hin, du großer Gotteskubus? Beziehungsweise kleiner Gotteskubus. Ja, das ist die Erde, da war ich gerade schon gewesen, das ist der Mond. Ja, hier haben wir schon mal eine Runde gemacht. Ich meine, alleine nur der Wahrscheinlichkeit dürfte es eigentlich nicht möglich sein, dass nur zwei intelligente Spezies in der, im ganzen Universum existieren. Aber red einfach mal, Gottes Cube. Ich höre zu. Wenn du so lange mit keinen Superpowers gibst, ist alles gut. Laber einfach. Ups. So, wenn ich hier einfach mal über den Dialog ein paar weitere Krater machen kann, ist alles gut. So. Ja, der Mond hat noch zu wenig Krater. Ich mache mal ein bisschen schöner, okay? Gut. Ah. Ich habe gut aufgepasst, deswegen kriege ich jetzt eine weitere Superkraft. Wo ich eigentlich ganz selten an dem Mond hier nur weiter zerstört habe. Hitzestrahl.
Okay. Hitzestrahl. Jetzt bist du ein ganz heißer Typ. Ja. So, ich würde mich interessieren, könnte ich theoretisch auch irgendwie hiermit vielleicht ein Stück vom Mond wegsprengen? Das wäre sehr nett. Okay, ich glaube, da war ich wahrscheinlich jetzt für zu hoch. Ach, egal. Den Myth bastern wir mal ein späteres Mal vielleicht. Und fliege ich gerade so schnell an der Erde vorbei? What the fuck? Obwohl, da M4 ist wieder eine Mission. Aber ich wollte doch mal gucken, ob man hier in Europa jetzt irgendwas sieht, weil die müssen, glaube ich, jetzt gerade auf der dunklen Seite sein. Ja, natürlich sind natürlich jetzt nicht die Lampen an. Das ist nicht so toll. Aber ich würde es echt mal interessieren, ob die jetzt irgendwie eine deutsche Stadt auch mal gemodelt haben. Mit einer Sehenswürdigkeit, wie zum Beispiel halt die Brandenburger Tor oder Kölner Dom etc. Oder machen wir es mal anders. So. Müsste das nicht eigentlich Rom sein? Haben wir hier ein Kolosseum, ein großes rundes Teil. Wie auch wenn es vielleicht eine andere Stadt ist. Und die haben die Dinger ja hier total random generiert reingepackt. Mhm. Aber ich sehe jetzt hier gerade nichts, was irgendwie nach einer Sehenswürdigkeit ausschaut. Hm. Nö, aber es ist auch nicht so wild. Außer natürlich die Rotation der Erde. Okay, nee, die macht mir gerade eh einen Strich durch die Rechnung, weil das Ding geht nämlich nach rechts hier lang, glaube ich. Weil hier wird es nämlich ständig heller anstatt dunkler. Ja, nö. Ach, bevor ich mich jetzt in eine weitere Mission stürze, will ich einfach mal sagen, das wäre es jetzt erstmal für heute. Nettes Spiel, aber auch wirklich mehr, ja, eine gloriose Tech-Demo eigentlich. So, Auto haben wir mal rein. Ja. War jetzt heute nicht so gut besucht, der Stream, auch der Discord, ist aber nicht so wild. Nächste Woche wird wahrscheinlich definitiv wieder besser werden, wenn ich ein paar vernünftigere, gute Spiele spiele. Und Jawohl, ja. Wollte ich erstmal sagen, das ist erstmal von mir. Danke, dass Ace dabei war jetzt nochmal beim zweiten Stream. Danke an ja, Messe, kurz im Stream mit Chat dabei war. Und ja, dann würde ich mal sagen, dann darfst du erstmal nochmal kurz Tschüss sagen, bevor ich dich stumm schalte auf Discord. Cheerio und so. So, und ja, dann von mir aus auch nochmal ja, ein kleines, aber leises Tschüss und bis zum nächsten Mal. Mit hoffentlich dann ein bisschen mehr Begeisterung von Leuten im Discord, im Chat und ja, damit ein bisschen besseren Content. Weil ich bin ehrlich, Octogeddon war jetzt, sah interessant aus, hat sich aber sehr repetitiv gespielt und ja. Megaton Rainfall spielt sich ganz nett, sieht auch gut aus, aber ich glaube, dafür brauche ich echt irgendwie eine VR-Brille und Controller, um das wirklich so zu genießen, wie man es genießen sollte. Und um ja darüber wegzusehen, dass sie anscheinend sehr viele Assets einfach mal geklaut haben. So, in diesem Sinne, danke für alle Leute, die dabei waren und dann bis zum nächsten Mal, euer Ben. Tschüss.